Herzlich willkommen, liebe Mitglieder und Gäste, zum politischen Jahresempfang des BDS Bayern und seines Bezirksverbandes in München, hier im Munich Urban Collab. Warum das Munich Urban Collab als Veranstaltungsort, werden sich vielleicht manche gefragt haben. Es ist eigentlich der beste Ort, um das heutige Thema zu betrachten und zu diskutieren. Die Herausforderungen, welche die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz uns stellt, lassen nämlich viele Fragen für uns Unternehmer offen. Vielleicht können heute manche Fragen beantwortet werden. Nun, im Munich Urban Collab entwickeln und testen Start-ups, etablierte Unternehmen, die Wissenschaft, Talente und die Stadt München innovative Konzepte. Hier werden beispielsweise Smart-City-Lösungen für München und andere Städte entwickelt. Auch das Bayerische Staatsministerium für Digitales ist ein Partner des Hauses. Und das ist die perfekte Überleitung. Unseren Ehrengast und Bayerischen Staatsminister für Digitales zu begrüßen. Herzlich willkommen, Dr. Fabian Mehring. Herr Dr. Mehring ist ja genau heute auf den Tag, genau 30 Tage im Amt. Also dafür, für das Jubiläum schon mal herzlichen Glückwunsch. Da kommen noch welche. Genau. Ich möchte auch noch weitere Herrschaften natürlich hier willkommen heißen. Heute werden wir auch einen Impulsvortrag doch hören zum Thema KI für Unternehmer. Und da haben wir den Arno Schimmelpfennig da. Herzlich willkommen. So, herzlich begrüßen möchte ich natürlich auch unsere Präsidentin des BDS Bayern, Gabriele Seehorst. Schön, dass du da bist. Begrüßen möchte ich auch aus dem Präsidium unseren Landesschatzmeister Georg Büchele. Und unseren Hauptgeschäftsführer Michael Forster. Es ist natürlich schwierig, jetzt alle Funktionsträger einzeln aufzuzählen. Bitte sehen Sie mir nach, dass ich da jetzt so vielleicht manchen vergesse oder nicht aufzähle. Wen ich aber aufzählen möchte, ist mein Bezirksvorsitzenden, Kollegen Robert Raimund aus Oberfranken. Ja, bei den Witterungsbedingungen, schön, Robert, dass du da bist. Ja. Genau. Auch Vertreter aus dem Vorstand aus Schwaben haben wir da, den Stefan Niederkron. Und aus dem Bezirksvorstand in Oberbayern Ost haben wir den Wolfgang Krebs da. Da muss ich jetzt dazu sagen, war heute ein besonderer Tag, weil er heute seinen 72. Geburtstag bei uns feiert. Herzlich willkommen. So, das war es jetzt auch schon von mir. Ich leite jetzt über zu unserer Präsidentin und bitte um ihren Redebeitrag. Gabi, bitte.